Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Dr. Disch Magazins. Mit mir wie üblich und geht gar nicht mehr ohne, Rudi Loderbauer. Hallo. Rudi, ich glaube, wir können neue Zuschauer begrüßen und zwar einmal im Raum Hamburg, im Kabel. Ach so, ja. Ja, richtig. Kennen wir schon. Richtig. Und die Besitzer und Nutzer von DVB-T2-Receivern. Da auf jeden Fall, ja, genau. Da sind wir auf jeden Fall. Kabel, glaube ich, Hamburg dieser Tage, hoffen wir zumindest. Also wenn die Sendung läuft, wird es wahrscheinlich schon soweit sein. Und so langsam breiten wir das Ganze aus. Es gibt noch weitere Kabelbetreiber, die uns auf der Liste haben. Da haben wir jetzt allerdings noch nicht die Daten. Kabel ist auch sehr spannend. Da wollen wir künftig natürlich auch mehr machen. Schließlich gehen ja viele Linux-Boxen oder eigentlich alle Linux-Boxen auch fürs Kabel. Ja, und eben auch T2. Ja, ja, eben, jetzt genau. Die Tuner, da kommen immer mehr Tuner raus dafür. Mhm. Also alle Verbreitungswege werden genutzt. Du hast dich schon mal kundig gemacht, was Kabel und Satellit betrifft, und zwar auf der Anger. Auf der Anger, ja. Mhm. Bevor wir auf die Anger eingehen, noch eine kleine Geschichte zur letzten Ausgabe. Wieder? Da ist noch was, da ist noch was offen. Ein Gewinner nämlich hier. Das Radio, ein Pocket-Radio. Von unterwegs. Dual. Aha. Genau. DAB Plus. Und hat es jemand gewonnen? Wir haben einen ausgewählt. Unser Kameramann. Zufallsgenerator, ja, genau. Ich lese mal vor hier. Christian Huber aus Straubing. Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Und jetzt gehen wir nach Köln. Nach Köln, Thema 4K. War was? Genau. War nichts? Es war was, ja. Also es werden immer mehr Boxen. Also man merkt schon, da kommt es irgendwie, man kommt auch nicht drum rum, ja, jetzt eine 4K-Box auf den Markt zu bringen. Und wir haben uns natürlich die bekannten Marken zuerst angeschaut. Also da ist es eine andere Entwicklung, als wir damals bei 3D hatten. Da gab es ja so zögerlich ein paar Sachen. Ich meine, heute ist gestorben, davon 3D abgesehen. Gibt es noch 3D? Ja, irgendwie ist es drin. Es ist halt in den noch drin und die Brillen liegen noch rum, so ungefähr. Ja, aber 4K scheint wirklich angekommen zu sein, oder? Mittlerweile schon. Es fehlen immer noch so ein bisschen die Programme, finde ich. Also Sky, ja, Sky meine, zum Beispiel. Der Verkaufskanal in 4K ist natürlich nicht das Gelbe im Ei, aber gut, einige müssen ja immer anfangen und andere ziehen nach. Eben, gut, Astra unterstützt da natürlich auch ein bisschen, dass da was weitergeht, oder? Die sind ja auch dran. Die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, werden nicht so schnell wieder investieren, oder? Naja, es ist halt doch komplett neue Technik, die installiert werden muss. Ja, die muss und bei den Privaten auch, also RTL und so weiter. Die haben jetzt gerade bei der abgelaufenen EM erstmal ihren Privatjet finanzieren müssen, mit dem sie das Reporter also hin und her ZDF verflogen haben. Ja. Aber hat auch seine Vorteile, so ein Privatjet. Man ist halt schneller, ne? Ja, eben. Ja, ja, das war es dann aber auch. Und man kann Kameras installieren, die UEFA nicht offiziell genehmigt, oder? Beziehungsweise nicht das offizielle UEFA-Signal. Ich habe mich bei der Meldung nur gefragt, warum haben Sie nicht an beiden Plätzen ein Team? Da brauchen Sie nicht hin und her zu fliegen. Aber ja, das wäre natürlich die einfachste. Ja, wir würden es machen. Man steckt nicht drin, oder? Wir haben ja unseren Privatjet, nutzen wir auch kaum. Ja. Der parkt die meiste Zeit vorm Haus draußen. Vorm Haus, oder? Ja. Parkplatz 4. Schönen großen Platz eingenommen. Okay, mit dem sind wir dann auf die Anger geflogen. Ja, und du bist geflogen. Genau, und wir haben uns eben die aktuellen 4K-Boxen angesehen von den wichtigen Herstellern. Und hier kommen sie. Die Angercom in Köln stand auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen von 4K. Speziell bei den neuen Receiver-Modellen kommt mittlerweile kaum ein Hersteller mehr um eine Variante mit Ultra HD herum. Der Hersteller GigaBlue hat bereits die erste 4K-Box gezeigt. Diese beherrscht auch problemlos den neuen Standard HEVC bzw. H265. Der neue Tuner, FBC-Tuner, ist eingebaut, zweifach. Der Full-Band-Capture-Tuner. Der hat einen SD-Karteneinschub, auch eine Neuheit bei uns. Man kann eine SD-Karte einsetzen und somit auf Inhalte, Bildmaterial zugreifen. Man kann intern weiterhin eine 2,5 Zoll Festplatte einbauen. Wir haben einen CI-Plus-Schacht, offiziell lizenziert. Zudem haben wir zwei USB-Ports 3.0. Des Weiteren haben wir einen Gigabit-LAN-Anschluss, zwei Kartenleser und einen Farbdisplay, ein TFT-Farbdisplay, 3 Inch. Bis die GigaBlue 4K-Box für etwas mehr als 400 Euro erhältlich ist, wird noch etwas Zeit vergehen. Voraussichtlich im November soll es soweit sein. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft kommt aber auch noch eine weitere Box von GigaBlue auf den Markt, die X2.
Die wird zunächst tünerlos ausgeliefert. Der Kunde kann die Box beliebig erweitern. Hat er eine SAT-Anlage, kann er einen SAT-Tuner einsetzen. Hat er Kabelfernsehen, so setzt er einen Hybrid, sprich einen DVB-C oder T2-Tuner ein. Weitere sehr interessante Receiver wurden am Stand von VO Plus bzw. Satco Europe gezeigt. Nach der VO Plus Solo 4K, die sich ja schon sehr gut etabliert hat, legt man nun nach mit zwei weiteren 4K-Modellen. Das ist korrekt. Wir haben unsere zweite und dritte Generation 4K-Receiver am Start. Das große Gerät ist natürlich der Ultimo 4K. Der erfüllt eigentlich jeden Wunsch, den ein Kunde potenziell haben könnte. Wir sind in der Lage, jede denkbare Empfangsart zu unterstützen. Wir reden von Satellit, wir reden von Kabel, terrestrisch, terrestrisch 2, SAT-IP. Wir unterstützen alle Steuermöglichkeiten inklusive Unicable 2, was bei der Tuner-Technologie sehr, sehr sinnvoll ist. Und wir sind jetzt noch ein bisschen schneller als mit der letzten Generation. Die Umschaltzeiten sind ebenfalls sehr zackig. Der Prozessor läuft mit sensationellen 20.000 DMIPS. Das macht sich dann im Alltagsbetrieb bemerkbar, wenn man Media Player benutzt oder irgendwelche Geschichten wie HBBTV zum Beispiel, was recht prozessorlastig ist. Ja. Wenn alles gut geht, sollte die Ultimo 4K im Oktober rauskommen. Der Preis wird wohl auf jeden Fall unter 600 Euro liegen. Alternativ wird es noch eine kleinere Variante geben, die Uno 4K, quasi der Ultra HD Einstiegsreceiver. Aber auch dieser glänzt mit einem FBC-Tuner. Der hat sich ja bereits bewährt. Das ist richtig, nur dass die jetzt als Steckmodule verfügbar sind, das macht es natürlich hochattraktiv. Speziell für Kabelkunden ist es eine super schöne Sache, man muss nichts ändern. Schließt diesen FBC-Tuner an den Kabelanschluss und hat in der Tat 8 Signale pro Tuner. Und das ist natürlich schon bei den Möglichkeiten, die heute bestehen, in Sachen Streaming, in Sachen Aufzeichnung, in Sachen Fast-Zap, ist das natürlich schon eine sehr, sehr schöne Ausstattung, die man dann zu Hause hat. Besonders in den großen Städten somit eine gelungene Möglichkeit beim Kabelempfang. Wo kein großer Satzspiegel erlaubt ist, gibt es ebenfalls dezentere Möglichkeiten. Ganz neu ist unsere SCR-Antenne, das ist eine Unicable-Antenne mit 4 Signalen plus 2 Legacy-Ausgänge, also für konventionelle Receiver. Passt natürlich gut ins Konzept mit den Multituner-Geräten, ist zunehmend gefragt und spart eine Menge Kabelei. Und das ist jetzt unser neuestes Produkt. Ansonsten gibt es die Standard-Flachantennen, die wir hier nach wie vor haben, von der kleinsten, die H30D. Die H21 ist die flexibelste Variante und die H50 ist eine richtige, womit man auch ein Haus versorgen kann, entspricht ca. einer 80 cm Antenne. Und für den Multisatellitenempfang gibt es die H50M-Serie, da kann man Astra und Hotbird gleichzeitig mit empfangen. Eben auf kleinem Raum für urbane Gebiete in der Stadt, wo man halt nicht wirklich die Möglichkeit oder die Erlaubnis hat, eine Antenne zu montieren, ist es immer noch der beste Ausweg. Oder vielleicht gleich eine selbst ausrichtende Antenne, wie die der sogenannten Snipe-Serie. Natürlich besonders beliebt beispielsweise auf dem Campingplatz. Es gibt also immer wieder Bewegung, sowohl bei den Antennen als auch bei den Receivern. Und speziell im Linux E2-Markt gehen die Ideen auch nie aus. Eine Frage gibt es immer wieder, die können wir gleich mal hier beantworten, das brauchen wir gar nicht in der Sendung Wissen zu tun. Zum 4K-Receiver gehört natürlich auch ein 4K-Bildschirm. Ohne den geht's nicht. Also da würden Sie das, was Sie da abliefern, wäre Blödsinn. Also den brauchen Sie natürlich auch. Beides ist wichtig. Kommen wir jetzt vom Satellitenempfang. Erst einmal nochmal zurück auf den Campingplatz. Ja, eben die Antenne haben wir gerade gesehen, die sich selber ausrichtet. Selbst ausrichtbare Antennen. Was machen wir mit demjenigen, der aus irgendeinem Grunde keine SAT-Antenne möchte? Ja. Na gut, der kann sich selbst auch eine terrestrische Antenne ausrichten, das ist auch eine Möglichkeit. T2. Vielleicht auch schon mit T2, also wo es geht. Das sind momentan ja erst nur die Großstädte. Die Ballungsgebiete. Genau, die Ballungsgebiete. Ja. Aber mittlerweile ist schon ein bisschen mehr bekannt, da auch wieder auf der Anger. Natürlich gab es Informationen vom Media Broadcast und auch eben vom DVB-T2 HD Planungsbüro höchstpersönlich, wie es weitergeht mit der nächsten Stufe, mit dem Ausbau von DVB-T2 HD und auch FreeNet-TV. Mit Zeitplan. Genau. Den sehen wir jetzt? Den sehen wir genau jetzt.
Die VBT2 ist in Deutschland seit dem 31. Mai in den größeren Ballungsräumen zu empfangen. Auf der Anker.com wurde nun auch die nächste Phase bekannt gegeben. Ab dem 29.03.2017 wird fast komplett auf DVB-T2 umgeschaltet und das bisherige DVB-T größtenteils abgeschaltet. Zu dem Zeitpunkt braucht jeder Kunde ein entsprechend geeignetes Endgerät, mit dem er dann weiter DVB-T2 HD und Freenet TV schauen kann. Freenet TV ist die neue Plattform für den kostenpflichtigen Empfang der privaten TV-Sender wie RTL oder Sat1 in HD. Dazu notwendig? Ganz einfach, ein Freenet TV-taugliches Endgerät. Das ist entweder ein geeignetes CI-Plus-Modul für einen DVB-T2 HD-tauglichen Fernseher oder eine Freenet TV-taugliche Setup-Box. Die gibt es von diversen Herstellern und die sind entsprechend dann gekennzeichnet. Die bislang schon über DVB-T in Kombination mit dem Internet zu empfangende Multithek wird weiter ausgebaut. TechTime TV ist ja darin ebenfalls zu sehen. Ja, TechTime ist auch in der Multithek enthalten. Die Multithek wird natürlich auch weiterhin verfügbar sein für alle Kunden. Also sprich, jeder, der auch T2 nutzt, sieht automatisch Multithek und kann auch TechTime weiterschauen. Das Empfangsgebiet des neuen DVB-T2 HD ist bislang schon ganz gut. Ein weiterer Ausbau wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Aktuell haben wir 20 Ballungsräume mit DVB-T2 HD versorgt. Knapp 70% der Bevölkerung kann heute schon DVB-T2 über Dachantenne empfangen, wenn er das möchte. Dieser Status wird jetzt bis zum 29. März, also bis zum Beginn des Regelbetriebs, beibehalten. Danach werden weitere Ausbauschritte folgen. Es gibt aber noch keine genauen Pläne diesbezüglich. Die werden noch erarbeitet im Rahmen der Beteiligten. Aber es ist davon auszugehen, dass es dann in 2017 und vor allem 2018 auch ein Stück weit vom Erfolg abhängig ausgebaut wird. Wie DVB-T2 und Freenet TV von den Zuschauern angenommen werden, das bleibt noch abzuwarten. Wir werden natürlich die Entwicklung genau verfolgen und berichten. Linux ist voll im Trend. Im X-Trend. Der ET7500, der ET8500 oder der ET10000. Die Auswahl ist groß, die Preise sehr günstig. Kurze Umschaltzeiten dank superschneller DMIPS-Prozessoren. Viel Speicherplatz, Plugins. So macht Linux Spaß. X-Trend. The Gateway for Smart Linux TV. Sie ist da. Die GigaBlue HD X3. Im komplett neuen Design mit einem rasanten BCM7362-Chip und 512 MB RAM. Der ideale Einstieg in die Linux-Welt. Mit bis zu 2 Tunern, wahlweise für Satellitkabel oder DVB-T2 in Kombination. Natürlich mit Zugriff auf eine Vielzahl an Plugins und Settings und mit einem Software-Update auch offiziell CI-Plus fähig. Das gilt übrigens auch für die Ultra-UE und Quad-Plus. Die GigaBlue HD X3. Jetzt überall im Handel oder online erhältlich. Bald ist es soweit. Die Zukunft ist endlich lieferbar. Wir haben jetzt den passenden 4K-Receiver für Ihren Fernseher und das sagenhaft günstig schon ab 269 Euro. Die AX4K-Box hat zwei austauschbare Tuner als DVB-S2 oder DVB-C bzw. T2 mit HEVC H265. E2 Linux basierend 10.000 DMIPS mit 2x1,5 GHz, USB 3.0, Kartenleser, Modulschacht, 4 GB Flash, 1 GB RAM, interne und externe Festplattenmöglichkeit. Die AX4K-Box. Bestellen Sie noch heute und sichern Sie sich die Zukunft. Rudi, du hast uns etwas Geheimnisvolles mitgebracht. Hier ein Monitor. Und hier eine geheimnisvolle Karte. Was hat es damit auf sich? Ja, du erinnerst dich, vor einigen Ausgaben hatten wir im Dr. Disch Magazin mal hier ZapTV vorgestellt, richtig, eine dieser Streaming-Boxen, diese IPTV-Boxen für den arabischen Markt speziell. Gut, auch griechischen und türkischen Markt kombiniert alles zusammen. Jetzt gibt es was Neues. Die Box an sich kostet ja doch ein
Ecklein Geld. Mhm. Also 350 Euro ist man durchaus schon los. Das ist schon richtig. Gibt auch eben noch andere Varianten und es gibt auch relativ schnell wieder neue. Also mittlerweile die hier, die 509N, da gibt es auch schon wieder eine neuere Version. Also es geht recht zackig eigentlich. Ja gut, die Entwicklung ist sowieso bei diesen Boxen immer. Ja, das ist unglaublich, wie schnell das geht. Mhm. Aber für alle die, die jetzt schon irgendwie ein Device daheim haben, sei es irgendein Media Player, oder ein Smart TV wie von Samsung oder so, der alles kann. Oder natürlich auch iPad, iPhone, Android, Smartphone etc. Der kann SAP TV jetzt auch praktischerweise direkt darauf nutzen. Mhm. Braucht also keine extra Box. Ist auch ein gewisser Vorteil, weil gerade je mehr Boxen man irgendwie da im heimischen Multimedia Center hat, irgendwie sage ich jetzt mal, ich persönlich finde es dann doch immer wieder ein bisschen nervig, wenn man umschalten muss die ganze viel, Zeit. HDMI 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, je nachdem, wie viele Eingänge man hat. Ich weiß es auch schon nicht mehr bei mir. Aber genau, deswegen gibt es jetzt hier ZAP TV to go. Die Karte bedeutet? Die praktische Prepaid-Karte sozusagen. In dem Fall Prepaid für 30 Tage, also wirklich nur in Anführungszeichen ein Monat. Ja. So, da kann man mal reinschnuppern. Funktioniert an sich ganz einfach. Es gibt hier so einen Usernamen, der da hier draufsteht und dann rubbelt man hier ein Passwort frei. Mhm. Und das gibt man dann ein an der richtigen Stelle und schon funktioniert es. Aber was bekommt derjenige, der jetzt eine Prepaid-Karte kauft? Was bekommt er dafür? Der bekommt dann Inhalte. Ungefähr 700 Kanäle. Ja. Hier ist auch es gibt eine Infobroschüre. Wir haben die jetzt aktuell von satkontor.de. Mhm. Da sollte man auch mal nachfragen für eben diese ZAP TV to go Geschichte. Und in dieser Broschüre ist auch kurz und knapp erklärt, so ein bisschen für welche Devices es die App schon gibt. Ja. Zum Beispiel eben Samsung TV oder eben auch die Roku Box, wer da eine daheim hat, die Roku 3. Als Player dann, ja. In dem Fall, die habe ich jetzt mal mitgebracht und daran wollen wir es mal kurz zeigen. Okay. Funktioniert eben wirklich relativ unkompliziert. Hier gibt es bei Roku an sich die Streaming-Programme, kann man drauf gehen, also die deutsche Version jetzt mal genommen. Und da ist dann alles unterteilt nach verschiedenen Kategorien. Ah, ja. Unter Film und TV zum Beispiel, da sieht man dann die alten Bekannten, gut, lädt ein bisschen Netflix natürlich etc. etc. Und wenn ich jetzt hier durchgehe und durch die ganzen, gut, das sind 100.000 verschiedene Sachen und dann taucht hier plötzlich ZAP TV auf. Hier steht schon Enjoy Arabic and Greek Content. Das ist im Moment noch mit Arabisch und Griechisch hauptsächlich. Genau, wobei die Prepaid-Geschichte jetzt hier wirklich nur für den arabischen Markt gedacht ist. Ja, das scheint der Markt im Moment auch zu sein. Ja. Ich habe ja gestern mit Emiraten telefoniert. Ja. Da wurde mir gesagt, alles anderen Boxen steht, wird nicht mehr verkauft, sondern eben nur noch diese Boxen. Ja. Okay. Obwohl die Internetanbindung nicht immer gut ist und die gute kostet dort Geld, während die normale Anbindung gar nichts kostet. Mhm. Aber die Leute kaufen das. Darum sind auch eben so viele arabische Kanäle da drin. Ja, es ist auch vom ganzen Handling hier einfach und funktioniert gut. Jetzt schauen wir mal direkt rein hier. Also ist installiert. Und dann sehe ich hier in meinen installierten Apps eben ZAP TV. Mhm. Wenn wir reingehen. Natürlich den Anmeldeprozess hier mit den Daten habe ich jetzt schon mal, das habe ich schon mal vorbereitet hier. Und dann siehst du hier einmal TV-Channels oder Movies. Mhm. Bei den Movies natürlich alles Mögliche da für den arabischen Markt unterteilt nach den Kategorien. Mhm. Ich glaube, es ist wahrscheinlich mit arabischen Untertiteln. Ich nehme ja normalerweise ist dort so Originalsprache arabisch. Ein bisschen Untertitel. Einfacher, dass es auch zumindest in Europa das anderen, synchronisieren können wenn die auch jetzt nicht arabisch können, was bringt. Aber TV-Channel ist natürlich besonders wichtig. Hier könnte man Favoriten anlegen. Aber wichtig ist hier, du siehst die verschiedenen Länder. Egypt zum Beispiel hier. Dann kann ich da durchgehen. Zack, was Gott, auch immer. Und dann klicke ich drauf. Nile Drama. Und dann läuft das auch schon. Mhm. Ein nebliger Spielfilm. Mhm. Genau. Gehe ich wieder zurück, dann bin ich wieder in dieser Kanalliste. Ja. Und dann hier oben alles nach Ländern unterteilt. Libanon, Marokko, Irak, Tunesien, Syrien, Katar. Also alles da. Die Vereinigten Arabischen Emirate. Alles mit dabei. Ja. Dubai One kennen wir auch noch von. Den kennt man noch von der Kapstadt hier. Sollte man, genau. Da eben. Natürlich alles im Original mit Untertiteln. Genau, das klappt alles sehr gut, sehr zuverlässig und Bildqualität. Gut, ist jetzt nicht unbedingt in Full HD, aber
Es ist ausreichend, glaube ich. Ich glaube auch. Also bei den meisten, die ich jetzt in letzter Zeit kontrolliert habe, ja, eigentlich schon. Die bekommen es dann rein und eben die Roku-Box ist eben nur eine Möglichkeit des Empfangs. Wie gesagt, es gibt alle möglichen. Bei Samsung zum Beispiel habe ich es auch getestet. Da muss man aus dem Internet quasi von der ZAPP-TV-Seite eine kleine App runterladen, USB-Stick draufpacken und dann in den Fernseher rein und dann wird die installiert. Erkennt er dann, oder? Man muss wohl den Stick allerdings drin lassen, weil wenn ich den wieder rausziehe, dann ist es plötzlich nicht mehr zu empfangen. Okay, daher macht ja auch Aber nichts. Man kann das als Add-on sozusagen wirklich da hinzufügen und das klappt. Aber ich könnte es genauso jetzt vom iOS-Tablet könntest du auch mit AirPlay abspielen auf dem großen Bildschirm, ja, wenn genau, ich das möchte. Genau, aber da einfach auch eine App installieren. Ja. Genau. Und einloggen eben mit diesen Daten, die hier drauf sind. Okay. Und also eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, da steht noch einiges uns bevor an Entwicklung. Jetzt haben wir noch die arabischen Kanäle, die griechischen, teilweise russische, glaube ich, gibt es auch schon einige Boxen mit sehr vielen drin. Ja, es wird und immer mehr auch. Ja. Es wird mehr und irgendwann werden wir es dann hier auch haben, wenn die rechtlichen Voraussetzungen ja auch mal geklärt sind. Das ist ja auch so eine Frage. Ja, eben. Aber vielleicht wird Europa dann doch mal ohne Grenzen da sein. Ich meine, der Satellit hat ja noch eins gemacht, der hat uns ja Grenzen geschaffen. Mhm. Jeder hat eine Kodierung gehabt, die Signale Spot sollten... Spotbeam noch dazu dann, oder Spotbeam jetzt wie in, jetzt in England oder in Irland. Vielleicht öffnet sich das da wieder ein bisschen, hoffe ich dann zumindest. Ja. Also es ist zumindest spannend, diese Entwicklung wirklich zu beobachten. Gut, viele Anbieter, die jetzt da nicht ganz so im... Naja gut, es ist alles so Halbgrauzone natürlich irgendwie. Aber viele Anbieter, die da eben illegal operieren, die werden natürlich auch dann irgendwann Probleme bekommen. Nach der Devise illegal, legal, illegal, scheißegal. Ja, naja, gut, weil die Anbieter haben natürlich, glaube ich, da auch ein bisschen was dagegen, wenn die Programme dann überall zu sehen sind. Unkontrolliert, ja gut, sie zahlen ja Rechte dafür, für Spielfilme oder dergleichen. Ja, ja, eben, genau, also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Da müsste man auch mal Wege finden. Ich weiß nicht, wie das bei den arabischen Geschichten ist. Keine Ahnung, ob man sich darüber einfach hinwegsetzt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte und funktioniert eben dadurch jetzt mit dieser To-Go-Sache wirklich auch Devices, ja, die man schon hat. Nehmen wir das Beispiel der Araber, die hier in München im Sommer sind, die sich hier in Kliniken aufhalten. Die nehmen so eine kleine Tablet oder Minibox mit, hängen es daran und haben ihre Programme von zu Hause. Einfach einloggen für den Aufenthalt für 30 Tage und dann wieder zurück. Genau. Würde problemlos gehen. Wie gesagt, satkonto.de, da kann man sich mal informieren. Ich glaube, auf der Homepage ist die Karte noch nicht zu sehen. Vielleicht ändert sich das im Lauf dieses Monats oder während die Sendung ausgestrahlt wird. Aber einfach mal anrufen oder eine Mail schreiben und nachfragen. Rudi, bei HBB TV gibt es eine Veränderung, steht an 2.0. Ja, da gibt es Neuerungen. Was sagt uns natürlich das? Als HBB TV sehr aktiver Sender, sage ich jetzt mal. Müssen wir da natürlich aktuell dranbleiben. Das IRT, Institut für Rundfunktechnik, ist da ja mal ganz aktuell an der Entwicklung. Die treiben das ja voran. Die diskutieren dann auch immer Neuerungen. Was könnte man reinnehmen in die neue Version? Und die neue 2.0-Fassung, die ist eigentlich schon seit über einem Jahr in der Planung, aber muss natürlich auch verschiedene Schritte durchlaufen, verschiedene Stadien. Und es gibt jetzt einige neue Ideen und die Umsetzung steht immer mehr bevor. Und es gibt auch schon ein paar kleine Tests, die man sehen kann. Und wir haben uns die vor Ort direkt bei Klaus Merkel vom IRT angesehen. HBB TV 2.0, was sind die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem bisherigen HBB TV Standard? Es gibt eine ganze Reihe von Neuerungen in verschiedenen Bereichen. Einer dieser Bereiche ist die Synchronisation zwischen Video, Audio und Daten. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auf welchen Geräten man welche Streams, auch Broadcast und Broadband, zueinander synchronisieren kann, synchronisiert abspielen kann. Das ist einer der Bereiche. Ein weiterer Bereich ist die Einbindung von Companion Screens, wie das im HBBTV-Standard heißt, also von Mobilgeräten, Tablets, Smartphones, mit denen man mit dem Fernseher dann kommunizieren kann, Daten hin und her schieben kann. Ein weiterer Bereich ist die Erweiterung des Browsers auf eine Reihe von HTML5-Features. Und der letzte Bereich sind eine ganze Reihe von Video-Features, UHD, verbesserte Codierverfahren, verbesserte Untertitelverfahren, die dazukommen.
Wie bekommt man jetzt HBBTV 2.0, also für all diejenigen, die jetzt schon HBBTV aktiv haben, auf ihrem Fernsehgerät, auf ihrem Receiver, gibt es da ein Update oder muss ich da ein neues Gerät mir zulegen? Updates werden definitiv die Ausnahme sein. In der Regel bringt die Geräteindustrie solche neuen Feature-Sets auch nur verbunden mit neuen Gerätegenerationen in den Markt. Wir haben in der Vergangenheit solche Updates gesehen, aber wie gesagt, das ist wirklich die Ausnahme. Streaming-Geschichten funktionieren damit jetzt auch wesentlich besser, oder? Streaming-Geschichten funktionieren auch eigentlich auf mehreren Wegen besser. Das eine ist, wir können bessere Codecs verwenden, können also auch mit niedrigeren Bandbreiten höhere Qualitäten erreichen. Das ist eine Verbesserung. Dann haben sich die technischen Profile von Dash, das ist ein MPEG-Standard für Adaptive Streaming, haben sich erweitert. Das heißt, man kann mehr verschiedene Übertragungsmodi eigentlich für Dash verwenden, was den Vorteil hat, dass es leichter fällt, diese Streams auch kompatibel zu halten mit den Streams, die man beispielsweise für Mobilgeräte braucht. Also von daher verbessern sich die Möglichkeiten auch. Und ein letzter Punkt, was Streaming betrifft, ist, man kann es auch flexibler einsetzen. Wir können zum Beispiel Streams auf den Fernseher bringen und synchron dazu Zusatzstreams oder Zusatzaudios auf einem Mobilgerät spielen. HEVC bzw. UHD klappt auch schon damit? Das wird damit klappen. Eigentlich unterstützen alle neuen Fernseher heute schon UHD und damit dann auch die HEVC-Kodierung. Und das wird dann auch für HBBTV nutzbar sein. Es gibt noch eine andere Geschichte, auch für diejenigen, die jetzt wahrscheinlich noch kein Internet haben sollten, dass sich quasi Videos über Nacht runterladen lassen über den direkten Kanal, über den TV-Kanal. Ja, so ist es. Das ist das Push-VOD, also Push-Video-on-Demand. Feature, eine Applikation kann damit anstoßen, einen Prozess, dass über Nacht über einen bestimmten Broadcast-Kanal, wenn Kapazitäten dort frei sind, wirklich Video-Files geladen werden können, gepusht werden können auf das Fernsehgerät und die dann später am anderen Tag wieder in HBBTV-Applikationen eingebunden werden können. Auch diese HBBTV-Applikationen kann man über das DSMCC-Datenkarussell über den Broadcast-Kanal schicken, sodass dann sowohl Videos, also auch die Applikationen, die die Videos später starten, ausschließlich nur noch über den Broadcast-Kanal kommt. Man kann also damit einfache Mediatheken realisieren, die auch für Leute verfügbar sind, die überhaupt keinen Internetanschluss haben oder einen, der viel zu schmalbandig ist, um Videos abzubilden. Allerdings brauche ich natürlich da einen gewissen Speicherplatz auf dem Gerät, oder? Da brauchen Sie Speicherplatz auf dem Gerät. Der wird allerdings nicht allzu groß sein, der Speicherplatzbedarf, weil wir eben über die HEVC-Videokodierung die Videos doch sehr effizient komprimieren können. Und dann dennoch in guter Qualität? Und dennoch in guter Qualität. Mhm. HD, aber auch UHD-Qualität. Wichtige Frage natürlich, gibt es schon TV-Geräte mit HBBTV 2.0 auf dem Markt oder wann wird es kommen? Das wird in größerem Umfang erst nächstes Jahr kommen. Das ist jedenfalls das, was wir erwarten. Es gibt heute auf dem Markt bereits Geräte, die einzelne Features bieten. Wir haben heute bereits Geräte, die dann UHD unterstützen oder auch bestimmte andere Features, aber das ist noch sehr fragmentarisch. Es gibt momentan im Markt noch keine einzige komplette HBBTV 2.0 Implementierung. Alles klar. Vielen Dank. Danke Ihnen. Also an HBBTV wird munter gebastelt und du bastelst auch immer noch hier an deinem Hack RF1, oder? Basteln, würde ich sagen, ist ein bisschen übertrieben. Denn ja, schon, oder? Ein Stück Software. Ja, experimentieren, sagen wir, das ist das freundlichere Wort dafür. Basteln bedeutet ja Lötkosten. Also ja, und da bin ich nicht das ist nicht notwendig, oder? Da bin ich, nein, überhaupt nicht. Das Problem ist, man hat einen Satelliten vor sich, sieht den ZF-Bereich oder man sieht ihn halt nicht. Könnte jetzt einen Blindscan machen. Nicht jeder Receiver verfügt über Blindscan. Ja. Möchte aber doch wissen, was ist auf diesem Satelliten eigentlich los. Nehmen wir ein Beispiel mal 22 Grad West. Mhm. Der hat zwar ein paar Programme für Europa drauf. Ich glaube, Feeds auch, oder? Feeds sind drauf, können auch mal abgeschaltet sein. Aber sporadisch kommen sie halt immer wieder. Und wenn man die jetzt darstellen könnte, das heißt das gesamte Spektrum und sagen, aha, hier ist ein Feed, geht da drauf und schaut, das ist die Frequenz. Mhm. Dann geht man im Receiver auf die Frequenz und stellt halt die entsprechenden Daten ein. Da brauchte man früher einen Panorama-Empfänger, der war sündhaft teuer. Mhm. Oh.
Und im Laufe der Zeit wurde es immer billiger und heute kommt man mit, ich sag mal, mit 20 Euro zurecht, indem man sich so ein Der New Elec wieder, oder? Der New Elec Stick, es kann aber auch jeder andere sein, davon abgesehen. Nur, der geht über den gesamten Frequenzbereich der ZF vom Satellitenband, deswegen sage ich dieser. Oder eben, wer schon dann weiter fortgeschritten ist und hat sich dann so ein Hack RF1 gekauft, der bis 6 GHz läuft, dann geht es mit dem natürlich genauso. Es ist nichts weiter nötig als ein kleines Stück Software, das ist kostenfrei. Das gibt es bei SDR. Im Internet finden Sie ganz leicht. Und wir schauen uns mal an, was das kann. Nehmen wir jetzt mal den New Elec Stick. Der stellt uns im Grunde genommen schon mal das gesamte Spektrum dar zwischen 950 und 2150 MHz, also der ZF-Bereich beim Satellitenempfang im KU-Band. Im C-Band reicht dann der Bereich 950 bis 1450. Wir haben uns hier mal als Satelliten den NSS auf 22 Grad West genommen, der einige feste Programme hat, aber am meisten Feedsignale. Man weiß nie so richtig, ist jetzt was drauf, ist nichts drauf. Und das können wir natürlich am schnellsten sehen, wenn wir ein Spektrogramm darstellen vom gesamten ZF-Bereich dieses Satelliten. Wir haben hier in unserem Fall den unteren Bereich gewählt, weil der obere Bereich nach Nordamerika und Südamerika abstrahlt. Als erstes geben wir mal den Frequenzbereich ein. Wir haben hier jetzt gewählt 950 bis 1450 MHz. Wir können die Verstärkung eingeben. Hier steht zum Beispiel 12,5 dB. Das ist so ungefähr ein Standardwert. Dann die Suchschnelligkeit 65 Millisekunden ist eigentlich ein guter Wert. Kann auch ein bisschen weniger sein. Und wir haben dann eigentlich nur noch die Einstellmöglichkeiten, dass wir sagen, wir möchten, dass das Maximum eines Signals gekennzeichnet werden, das Minimum oder ganz einfach der Durchschnitt. Wir machen jetzt hier einfach mal einen Scan von diesem Teil und schauen uns das einmal an. Wir haben jetzt das Ergebnis, das dauert natürlich eine Zeit lang, ehe er diesen Frequenzbereich abgescannt hat, abhängig vom verwendeten Computer. Der hier ist ein Bürocomputer, verhältnismäßig alt, es dauert auch und der ist auch ziemlich voll gemüllt. So, wenn wir jetzt sagen, nee, das dauert mir alles zu lange, dann möchte ich vielleicht gerne ein Realtime-Plotting haben. Das kann das Programm auch. Allerdings passiert hier Folgendes, es gibt noch einige Bugs, aber nachdem das Programm kostenlos ist und dauernd Updates kommen, lohnt es sich schon einfach mal zu warten, bis das auch richtig funktioniert. Wir können es hier mal kurz laufen lassen, sehen jetzt in der Darstellung tatsächlich in Realtime die Signale. Es baut sich langsam auf, aber es kommt jetzt irgendwann ein Moment, wo das Programm einfach nicht weiterkommt und sich aufhängt. Bei einem schnelleren Computer passiert das wiederum nicht. Egal wie wir es jetzt gemacht haben, ob wir das Realplotting genommen haben oder die normale Aufzeichnung des Ganzen, wir können das Ganze wegschreiben, wir können es später vergleichen, zum Beispiel unterschiedliche Belegungen zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten und können uns dann anschauen, welche Transponder hier belegt sind. In unserem Fall zeigen wir hier die 22 Grad West und wir können die ganz deutlich erkennen, zwei starke Signale, da haben wir dann einmal den Reuters-Feed, der natürlich sehr stark ist, dann Kanal Algerie aus Algerien, Italien 2 und 3 und hier hinten noch verschiedene Feeds, die schwach sind, das sind SCPC-Signale, aber auch die sind im Moment aktiv und wir könnten dann einfach unter Umrechnung der ZF auf die normale Frequenz, auf die Empfangsfrequenz, auch diese Feed-Signale empfangen. Es ist eine kostenlose Software, die unter Windows läuft. Unter Linux gibt es sie auch, läuft sie wesentlich zuverlässiger, aber hier ist schon mal der Anfang gemacht worden. Es ist fast eine professionelle Software. Das Einzige, wir haben wie gesagt beim Realtime-Plotting noch einige Bugs da drin, aber das sollte auch in Kürze behoben sein. Das dazu, das war der RTL-SDR-Scanner und Sie finden den ganz einfach, indem Sie genau diesen Begriff googeln, automatisch landen Sie da drauf. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns bald wieder. Wir suchen nach guten, spannenden Themen und genießen den Sommer, oder? Ach ja, wir haben ja Sommer, stimmt ja. Oder? Wir sehen ja nichts hier draußen, hier ist ja nichts.
Hier haben wir nur 50 Grad gefühlt. Hier gibt es kein Fenster drin, hier gibt es gar nichts. Also hier gibt es gar nichts. Könnte eventuell Sommer sein, keine aber Ahnung. Aber Fernsehen gibt es wenigstens. Fernsehen gibt es zumindest, aber es ist auch nicht live. Also ich kann auch nicht rausgucken hier, es geht nicht. Doch eine Webcam vielleicht könnte man. Ja. Camo FS Plugin installieren. Auf einer der Boxen, da können wir rausschauen. Rudi, wo sollten die Leute hingehen, damit sie mehr über uns wissen? Weißt du das noch? Vielleicht auf unsere Homepage, auf unsere Facebook-Seite. Facebook-Seite? Newsletter. Der Newsletter jeden Freitag und alles Aktuelle zwischendurch immer noch. Sollten Sie abonnieren, gehen Sie auf unsere Homepage runter und unten abonnieren. Sie werden kostenlos informiert. Einmal die Woche mindestens, manchmal sogar zweimal. Die neuen Sendungen gibt es auch immer im extra Newsletter jetzt. Richtig, auch die kommen ja zwischendurch. Unter der Woche, wieder. Je nachdem, wann die Sachen auf Sendung gehen. Ja, wenn bei uns jemand gestolpert ist, gibt es einen Newsletter. Also, gibt es eine Eilmeldung, oder? Gibt es eine Eilmeldung, ja. Gut, okay. Ich wünsche Ihnen alles Gute, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Bis bald, tschüss.